Ja, am letzten Tag noch auf Aal und auf Quappe gewesen und gerade noch gesagt, jetzt geht's mal wieder auf Z-Fische und schon geht es los. Also raus hier mit den Z-Fischen und ja, es scheint so, als ob hier die Stelle schon ein bisschen was liefert. Neben Rotaugen auch die Zerte. Und da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen spezieller drauf gehen. Ich nehme mal erstmal nur einen Achterhaken und dann raus damit. Locker aus dem Handgelenk wieder, ohne Clip. Ich verwende ja keine Futtermische. Also einfach mal so raus. Ja, letzte Nacht war ich noch auf Aal bzw. auf Quappe. Das ist das Video hier, das verlinke ich noch mal. Und ja, da habe ich ja dann schon gesagt, hiernach geht es dann auf Z-Fisch-Suche. Und die Suche fängt schon ganz gut an. Hier haben wir es. Da sind die ganzen Quappen von der Quappen-Session sozusagen. Und jetzt auf einmal gehen hier die kleinen Zerten los. Sofort den Köder weiter ausgebaut, einen anderen Haken genommen. Dann kommen schon direkt die größeren Zerten. 500 Gramm, 800 Gramm, 800 Gramm. Und da ist noch Luft nach oben, denn Zerte ist der größte der Z-Fische. Das heißt, neben Zobel und Zope, ja, die wir dann eigentlich eher mit einem kleinen, feinen Setup beangeln, können wir die Zerte mit einem recht großen Setup beangeln. Und ich werde da auch gleich mal dran gehen, bis hin zu einem 6er Haken wahrscheinlich. Und teste, ja, weißt du was, wir testen das mal direkt hier auf dem Köder, auf der Route. Das bauen wir nochmal um. Und auch nochmal mit einem anderen Köder. Also hier gehen wir jetzt hoch bis auf einen 6er Haken. Nehmen wir mal den. Und hier kommt jetzt auch der Tauwurm zum Einsatz. Denn die Zerte frisst auch gerne mal einen Tauwurm. Da wurden auch schon mal heftige Trophies drauf gefangen. Zack, hier ging was rein. Ansonsten bin ich hier jetzt gerade mit der Borkenkäferlarve unterwegs. Und auch die funktioniert erstaunlich gut wieder. Zack, nächste schöne Zerte. 800 Gramm, gutes Gewicht. Läuft. Also richtig schön, so soll das sein. Aber wie gesagt, da können wir noch gerne ein paar Kilo drauflegen. Das Ding kann eben auch richtig schön schwer werden. Setup ist momentan so aufgebaut, einfach mal so zum Testen. Auch hier jetzt wieder Fluorocarbon, nicht Fluorocarbon, Vorfachsmaterial, Karpfenvorfachsmaterial geflochten als Vorfach. Also sehr schön dünn, passt sich dem Untergrund schön an. Genau wie auch in dem letzten Video schon gesagt, zum Aalangeln sehr schön zartes Vorfach. Und dann hier jetzt einen Achterhaken, Borkenkäferlarve, ja, und der Rest einfach eine Fiederroute. Wenn wir jetzt hier mit so einem relativ dünnen Set unterwegs sind, das heißt, man kann sogar hier mit dem Fiederset Start nach dem Tutorial, wenn man da quasi durch ist oder wenn man Level 20 erreicht hat, kann man nahtlos hier hingehen und mit dem kleinsten Setup auf diese Fische gehen. Man braucht, wie gesagt, nur einen einigermaßen passenden Haken. Achterhaken, Sechserhaken. Ich teste anfangs immer mit einem 12er Haken. Das ist mein ultimativer Z-Fisch-Haken, weil da können alle drauf gehen. Die ganz kleinen und die große Zerte eben auch. Und wenn ich dann sehe, hier sind die Zerten am ehesten, dann geht es von dem Haken größer. Und wenn da eher die Zobel sind, dann gehe ich auch schon mal runter, bis zu einem 18er Haken runter. Ja, also so lassen wir das erstmal. Einfach aus dem Handgelenk locker raus. Ich habe irgendwie den Clip noch gesetzt auf 25 Meter. Das nutze ich aber gar nicht. Also raus aus dem Handgelenk. Das sind vielleicht 10, 15 Meter. Und weiter nicht. Zwischendurch mal ein bisschen zuppeln und gucken, ob da noch was reingeht. Und da ist schon was ausgeschlitzt. Na siehste. Wo war er dran? Hier nicht. Da ist er abgefressen worden. Ausgeschlitzt. Wurm abgefressen. Und nicht gehakt. Also direkt wieder, zack, raus damit auf Borkenkäferlarve. Ja, wie gesagt, zum Testen auch gerne mit, jawohl, eieiei, vielleicht geht hier ein Aal. Oh, vielleicht geht hier jetzt der Aal. Nee, hier ist er. Da geht der Aal, da ist er. Im letzten Video noch gesucht, gestern noch gesucht und heute ist er hier. Mit 2 Kilo. Schön. Auf dem Tauwurm. Na, schau mal einer, guck. Dann mal direkt wieder raus hier mit den Routen. Und weißt du was? Wir bauen alles um auf Aal. In der Nacht auf Aal, am Tag auf Zerte.
So, Sechserhaken. Ja, Vierer ist mir jetzt zu groß, aber ich nehme mal den Sechserhaken. Tauwurm, auch wieder raus damit. Und wenn da noch eine Zerte reingeht, bin ich ja auch happy damit. Kann sie gerne auch machen. Na, komm jetzt so. Und die Route auch noch. Das ist ja ein Dingen. Gestern noch gesucht. Da waren dann an dem Spot die ganzen Quappen. War ja auch nicht so schlecht. Und hier machen wir auch nochmal den Sechser. Und den Tauwurm. Man könnte wahrscheinlich auch mit dem Fischfetzen probieren. Aber ich lasse den Tauwurm, weil auf dem Tauwurm eben noch, wie gesagt, die Zerte reingehen kann. Ja, und wenn jetzt da in der Nacht nichts weiter geht und wenn jetzt die Nacht dann quasi durch ist und in den Morgenstunden dann irgendwann auch ja, vorbei ist, vielleicht mit dem Aal, dann wieder der Wechsel auf die Borkenkäferlarve und dann wieder auf die Z-Fische den ganzen Tag über. Das ist natürlich nett. Das ist ja auch ein sehr schöner Beifang. Ja, sehr, sehr gut hier in der Area als Bonus. Gar nicht verkehrt. Und hier eben auch jetzt dran das Zeichen. Ne? Da haben ja auch schon einige nachgefragt, was bedeutet das Zeichen, das Lilane. Man kann einfach mal drüber hovern und dann steht da selten. Wie in dem letzten Update-Video, auch das verlinke ich nochmal, wie da schon alles beschrieben, was alles verändert wurde. Das sind eben diese sogenannten seltenen. Hier oben, das wird im Video auch gezeigt. Hier ist dann die Vermerkung selten oder eben normal, gewöhnlich. Und wir gucken gerade mal rein, wenn wir hier auf den gewöhnlichen gehen. Rotauge natürlich, gewöhnlich, hat auch kein Special dann irgendwie. Und wenn man dann eben sowas hat wie einen Aal. Ja, dann hat man zum einen das Fähnchen, sehr, sehr schön, dann sieht man das schon mal direkt. Und es ist eben selten. Ja, und dann kann man eben sich auch direkt darauf einstellen, dass man diesen Fisch höchstwahrscheinlich nicht im Minutentakt fängt, wie das Rotauge zum Beispiel, sondern ja, das Ding ist halt mal mit Glück dabei, der Aal. Ja, und das Glück, das wollen wir natürlich hier noch ein bisschen ja, forcieren oder versuchen, dass wir noch mehr Glück haben. Vielleicht rasselt ja sogar nochmal ein Aal rein. Wäre ja nicht verkehrt. Na guck, 7 Uhr morgens und da rasselt noch was rein. Auf dem Tauwurm. Ich bin ja jetzt mega gespannt, was da so Lust hat. Es klackert schon ein wenig. Es klackert schon fast wie ein Wels. Aber auf dem Tauwurm? Oder ein großer Aaland? Gehen die da auch drauf? Gibt es hier nicht auch Schuppenkarpfen? Ei, 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 jetzt rattert es hier gerade die ganze Zeit alles durch den Kopf. Was könnte denn da jetzt reingehen? Am Wolchow, Sechserhaken, Tauwurm, ordentliches Gewicht, aber ordentliches Gewicht eben nur für dieses feine Setup. Ne? Ich habe ja hier nur 6, oder um die 6 Kilo nur an Tragfähigkeit. Also relativ leichtes Setup. Na komm, soll ich nochmal höher stellen? Ändert sich nicht. Oh, das ist vielleicht ein Wels. Oh, nee. Ah. Na komm, schön nach oben ziehen. Also bei solchen Drills immer richtig schön rein in den Blank. Wir wollen die ganze Route ausnutzen. Der Fisch soll erst die ganze Route runterdrücken und dann erst hier auf unsere Bremse gehen. Ei, 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 was ist das denn? Boah, ey, der hat aber Bock. Das ist bestimmt ein Wels, der so weit abgezogen ist, mich fast hier halb leer gezogen hat schon. Jetzt heißt es erstmal einkurbeln. Ei, 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 ei. Und da kommt der so langsam an. Et küt. Der ist aber auch jetzt fix und fertig, ne? Und ich erstmal. Das war schon ein bisschen knapp, als er dann doch hier ins Offene abgehauen ist. Habe ich gedacht, oha, der zieht noch ein bisschen weiter und noch länger. Tatsächlich ein kleiner Wels, hatte ich ja schon ewig nicht mehr am Wolchow. Kleiner Wels, vor allem auf Grund mit 10 Kilo, zum Glück nur 10 Kilo. Das ist ja krass. Ja, aber sehr schön hier auf dem Tauwurm. Und hier zuppelt es auch fleißig weiter. Und hier gehen dann hoffentlich weiter noch die Zerten und Co. Nee, sogar Barsch geht noch rein. Hier ist schon gar nichts mehr dran. Also, es gehen sogar noch hier die dicken Brocken rein. Aber jetzt haben wir Mittagszeit schon bald durch. Ja, also schnell wieder raus hier mit der Borkenkäferlarve.
Futtermische kann man machen für die Z-Fische. Irgendwas, was so ein bisschen in Richtung Larve auch geht. Aber da muss man auch echt immer aufpassen. Es gibt einfach so viele andere Fische, die auch auf diese ganzen Köder einsteigen. Und wenn man dann den Spot hat, wo man dann die Verhältnisse im Spot durch die Futtermische beeinflusst, beeinflusst man zufälligerweise ja auch manchmal die Fische, die man eben nicht haben will. Das heißt, auf einmal hebt man durch die Futtermische die Population an der Rotaugen und dann ist der Spot natürlich komplett Rotaugen verseucht und es geht kaum noch eine Zerte rein. Deswegen mache ich bei den Z-Fischen sehr, sehr, sehr selten überhaupt eine Futtermische, weil da, wie gesagt, zu viele andere Kandidaten dabei sind, die eben auch gerne mal auf, ja, auf diese Köder gehen. So, jetzt warten wir hier, wie gesagt, noch ein bisschen. Ja, ich glaube, wir haben aber eigentlich alles, ne? Köder ist bekannt, Zielfisch ist bekannt, Beifang ist auch bekannt, mit Glück noch der Aal und im Idealfall ballert sogar nochmal eine Aal-Trophy rein, das wäre ja mega gut. Und ansonsten rausziehen, schön Cash machen mit den Z-Fischen und dabei von Aal bis Z alles mitnehmen. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.